Dies ist mein neuer Kanal mit dem äußerst originellen Namen Julians Blog Games, wo es nun ausschließlich um Spiele gehen wird. Wer sich dafür nicht interessiert, muss beim klassischen Julians Blog bleiben. Props mal wieder an Bibanator, der ein Intro nach meinen Vorstellungen gebastelt hat, wie vorher auch schon. Der Bibanator macht übrigens auf seinem Kanal Game Edits und wenn euch das interessiert, könnt ihr mal bei ihm vorbeigucken und ein freundliches Hurensohn bei ihm in die Kommentare schreiben, was ihr ja am liebsten macht, weil ihr Untermenschen seid. Link findet ihr in der Beschreibung, aber kommen wir zum Wesentlichen. Silent Hill wurde von Konami produziert und erschien 1999 für die PlayStation 1, also wahrscheinlich vor eurer Geburt, weil sich hier bestimmt wieder lauter kleine Pisskinder eingeschlichen haben, für die meine Videos eigentlich gar nicht geeignet sind, aber egal. Als das Spiel erschien, war ich selbst ein kleiner Bettnässer wie ihr, nämlich gerade mal 11 Jahre alt und durfte das Spiel dementsprechend gar nicht spielen, was mich damals aber natürlich nicht davon abgehalten hat. Mittlerweile gibt es 8 Teile von Silent Hill, der 9. ist unterwegs und einen Film, zu dem es im Oktober eine Fortsetzung geben wird. Aber ich hielt den allerersten Teil immer für etwas Besonderes, obwohl Teil 2 und 3 auch ziemlich gut sind. Aber gucken wir doch mal, wie alles anfing. Wir sind Harry Mason, das ist der Lappen, der hier das Auto fährt. Er macht mit seiner Tochter Cheryl einen kleinen Ausflug nach Silent Hill, um Urlaub zu machen. Ich frag mich immer, wie wohl die Werbung für das kleine Dorf ausgesehen haben muss. Kommen Sie nach Silent Hill und erholen Sie sich in netter Gesellschaft und mit handsamen Tieren, die besonders kinderlieb sind. Bei uns scheint immer die Sonne. Es ist zwar grundsätzlich alles vernebelt oder arschdunkel und man kann nur 2 Meter weit gucken, aber die Sonne ist bestimmt irgendwo da oben. Man muss nur daran glauben. Besuchen Sie uns schon heute. Bei einem Besuch in Silent Hill werden höchstwahrscheinlich Ihre Kinder entführt. Sie bekommen eine paranoide Psychose, erleben einen grausamen Albtraum, aus dem Sie nie wieder aufwachen können und werden in Ihrem Leben nie wieder Freude empfinden, vorausgesetzt Sie überleben überhaupt. Silent Hill, man gönnt sich ja sonst nichts. Jedenfalls endet die Fahrt in einem Unfall, weil ein Mädchen auf die Straße geht und der Lappen anscheinend nicht aufgepasst hat, als er seinen Lappen gemacht hat. Oh Mann, wie originell ich heute wieder bin. Er weicht nämlich aus. Und was macht man, wenn etwas auf der Straße läuft? Richtig, immer schön draufhalten. Nach dem Unfall ist Cheryl auf mysteriöse Weise verschwunden und auch wenn ich mich persönlich freuen würde, wenn ich eine Tochter hätte und diese einfach verschwindet, ohne dass ich versuche, sie als 7-Jährige noch nachträglich irgendwie abzutreiben, ist es hier seltsamerweise das Ziel, sie wiederzufinden. Eigentlich Zeitverschwendung, aber das ist eh nebensächlich. Die Grafik wird bei den meisten wahrscheinlich Augenkrebs verursachen, aber mir ist Grafik scheißegal und es kommt mir auf die inneren Werte eines Spiels an. Was Silent Hill für mich damals ausgemacht hat, ist die Atmosphäre, die Rätsel und das Ambiente. Es war für mich eines der ersten Spiele, welches eine halbwegs offene Welt suggerierte, weil man durch eine kleine Stadt laufen konnte und nicht das Gefühl hatte, dass man in einem Level von A nach B gehen muss, wie es sonst üblich war. Es war zwar nicht alles so schick anzusehen wie ein Resident Evil, aber innovativ. Und damit wir nicht wie Nichtsnutze in der Gegend rumlaufen, haben wir einen Stadtplan dabei, wo Harry sich ein paar Notizen drauf macht. Die ganze Stadt ist voll von irgendwelchen Mistviechern und wir finden ganz am Anfang ein Radio, welches immer darauf aufmerksam macht, wenn sich irgendwas in unserer Nähe befindet, was uns auf die Eier gehen möchte. Das erinnert etwas an die Alien-Filme bzw. Spiele und ist ein geiles Stilmittel, damit der Spieler mit dem Kackstift ein bisschen in seiner Hose rummalt. Neben diesem ganzen Spielkram macht aber noch etwas anderes die Spielreihe aus. Das ganze Ambiente, welches sowieso schon etwas unbequem ist, verwandelt sich zwischendurch manchmal in eine Horrorversion seiner selbst. Die schwache Variante davon ist einfach, dass es etwas dunkel wird. Aber dann gibt es noch den extra abgefuckten Modus, alles wird metallisch, rostig und richtig unangenehm. Wir sind hier zum Beispiel in einer mehr oder weniger normal aussehenden Schule. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz im Abfuck-Modus angucken, sieht das schon ein klein wenig anders aus. Ach ja, die okkulten Symbole damals bei mir auf dem Schulhof fand ich auch immer super. Ich persönlich mag das Gefühl, wenn ich ein Spiel spiele, was die ganze Zeit Unbehagen bei mir auslöst und ich eigentlich gar nicht weiterspielen will. Mittlerweile bin ich zwar kein kleiner 11-jähriger Scheißer mehr mit Sprühstuhl in der Windel, aber das Spiel hat trotzdem noch einen gewissen Reiz. Falls ihr es noch nicht gespielt habt, euch Grafik nicht ganz so wichtig ist und ihr Wert auf vernünftige Horroratmosphäre legt, kann ich euch das Spiel nur empfehlen. Hehehehe.